Moin zusammen, wir gehen jetzt zu zweit nach Bleasdale, weil wir haben noch das Christmas-Event, was wir versuchen zu schaffen, und wir machen die schlimmsten Maps als erstes, weil guck mal, man braucht 42, wa? Und der Breaker ist zum Glück unten. Crucifix Incense Ghost Event. Die beste Vorgehensweise hier ist, ach ja, die kriegt ihr übrigens, wenn ihr alle Teile in Sunny Meadows gesammelt habt. Die bleiben dann auch da, die Pistolen. Ich glaube, wenn das nur schon ein Spieler hat, reicht das schon. Ich empfehle euch, macht zuerst hier bei diesen Farmhäusern vor allem. Ich glaube, bei jeder Map sind draußen auch Schneemänner. Also fangt erst draußen an, weil draußen seid ihr sicher, draußen verliert ihr keine Sanity. Versucht erstmal draußen alles zu klären, was außerhalb vom Haus ist. Weil das Lustige ist ja, wenn ihr den letzten abschießt, kriegt ihr eine Hand. Deshalb empfehle ich euch als erstes alle, die draußen sind, abzuschießen. Und dann alle, die beim Geisterraum in der Nähe sind. Wenn ihr natürlich eingestellt habt, dass der Geist den Raum wechseln kann, dann viel Spaß. Wir haben es ausgestellt. Haben wir ja eh immer. Also ich kann euch das nur so empfehlen, diese Vorgehensweise. Die lief bisher eigentlich ziemlich gut, dass ihr den letzten irgendwo abschießt, wo ihr weit genug weg seid. Und euch trotzdem im Geist austoben könnt. Also rein da. So, hier ist einer. Da einer. Muss mal gucken, wo waren die hier nochmal? Ich habe jetzt gerade noch keine Taschenlampe. Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier draußen keinen. Dann schau dich schon mal draußen um. Mach auf jeden Fall nicht die Tür auf. Wir gucken erst mal draußen. Eine Borschenpistole. Ach, hier liegt ein. Nimm ich die oder ist die von dir? Nee, die kannst du nehmen. Die habe ich da extra hingelegt. Geh du dann links ums Haus, guck mal zu da links von dem Eingang aus, da ist oben einer, dann kannst du da so links rum anfangen. Du musst überall suchen, am Zaun, oben bei diesen Gestellen, auf den Zaunecken und so, überall gucken. Ich weiß es nicht mehr, wo die hier alle genau waren. Ich weiß noch, der letzte war am Dachboden oben auf einem Balken, den werde ich diesmal aber auch nicht übersehen wahrscheinlich. Da habe ich so lange gebraucht bei dem einen, bei meiner Solo-Runde. Ich kann mich noch daran erinnern, dass hier irgendwo einer war. Oder es war Grafton, dass hier hinten einer war. Gucken, hier oben und so muss man auch überall gucken. Ich glaube, ja, hier auf der Vogelscheuche ist auch einer. Gucken, ob da welche sind. Nein, nein. Einer sitzt auch da auf der Lampe. Ja, seht ihr den da? Auf dieser Lampe? Okay. Da, der auf der Fensterbank. Das ist so gemein. Okay, hast du überall nachgeguckt? Muss mir jetzt nur von vorne meine Sachen holen. Ich hoffe, wir haben hier draußen keinen übersehen. Ja, das war ein bisschen einfacher mit den Cookies, ne? Ja, eben. Ich fand das ein bisschen besser. Ja, so den Keks ja mal gleich sein. Ja, das hier ist ja auch mal was anderes wieder, ne? Ich habe einen gefunden, endlich. Ja, dann tob dich mal aus. Ich gehe schon mal den Brekkie anmachen. Ist der Hammer da immer so? Okay. Na, hier ist kein Versteck. Da kommen die, die hier ganz offensichtlich stehen und hier in den Ecken vielleicht sind, die machen wir schon mal. Dann haben wir die ja auch schon mal fertig. War hier nicht noch einer irgendwo? Bin ich jetzt blind? Diese dunklen Ecken, das haben die immer noch nicht gefixt. Das hätten sie vorher fixen sollen oder die hätten die Schneemänner leuchten lassen sollen, wisst ihr. Ei, so. Na, da auch keiner ganz sneaky.
such mir mal, da oben hockt einer. Also du musst hier auch auf den Schränken gucken und auch zum Teil in den Schränken. Also nicht hier in den Küchenschränken, aber in diesen großen Schränken, die in manchen Zimmern stehen, da sind die auch drin. Hatte ich nämlich leider hier auch. Das ist echt fies. Okay, ich sehe hier keinen Knochen. Zum Beispiel den da kann man ja für den Schluss aufheben, wenn der Geist jetzt hier nirgendwo ist. Wichtig ist eben, dass das Licht anbleibt. Das ist am wichtigsten. Hier ist ein Versteck. Kein Knochen. Ich tue das Versteck hier schon mal ein bisschen ausleuchten, falls wir uns hier verstecken müssen. Weil das da hinten, der Schrank, ist leider nicht verfügbar. Okay, unten war es bisher ziemlich ruhig gewesen. Ist da Licht an? Ne, es sah nur so aus. Okay, sind ein paar Türen offen. Okay, was ich jetzt hier mache, ihr seht ja die Schneemänner alle, ne? Ich gucke jetzt hier überall. Ah, da geht eine Radio. Nach dem Knochen und dem Geist. Oh, hier ist ein Versteck. Sehr schön. Wie viele Schneemänner hast du draußen gefunden? Weiß ich nicht, ich habe sie nicht gezählt. Ich suche immer noch, ich habe nur den einen bis jetzt. Du kannst es mal im Haus hier langsam anfangen zu suchen. Was hier draußen ist, könnten wir. Denk mal, die sind bestimmt durch. Ach, den Grund vom Truck, den auch? Ja, den habe ich doch vorhin schon abgeschossen. So, ich habe den Geist gefunden. Ich habe leider keinen Knochen gefunden, aber ich werde mich mal um den Geist kümmern. Was hier im Haus ist, schon alles nach dem Schneemann geguckt, überall? Außerhalb vom Haus. Und im Haus habe ich jetzt noch keine abgeschossen, weil ich ja erst den Geist finden wollte. Ja, also, ich dachte, so, dann bauen wir hier mal auf. Wir haben zum Glück das Versteck in der Waschküche. Das werde ich wahrscheinlich auch benutzen. Das ist mir ehrlich gesagt auch lieber. So, kannst du ins Buch schreiben, Freund, wenn du willst. Oh, dann würde ich mal sagen, wir bauen hier den Ghost Highway hin. Mache ich da unten auch das Licht aus. So, Smudge. Das hier für Ghost Highway. Mache ich hier mal aus. Ja, so viel Unterschied macht das mit dem Sprinten hier aber auch nicht wirklich. Dann mache ich das hier. Jetzt nach 5 und 8 haben wir vielleicht schon. Ups. So, was brauchen wir da drinnen noch? Wir brauchen das Thermo da drin, wir brauchen eine Videokamera, den Soundsensor und die Dots. Nehmen wir schon mal Dotsies mit. Das hier, wo ist das Thermo? Weil das Thermo braucht auch so eine Zeit. Das kann man ja da reinwerfen und so wie bei dem Buch eigentlich später dann nachschauen. Orbs kann ich direkt manuell nachschauen. Hm, interessant. Also auch kein Mimic. Hier in diesen Schränken könnten die drin sein. Da muss man dann reingucken. Türchen. Lauf.
gucken, ob da Fingis drauf sind. Nope. Die kann man aber später auch nochmal nachschauen. So. Ich kann auch eigentlich schon mal im Geisterraum gleich alles abschießen. Aber ich will erstmal zu Ende aufbauen. Schieße am besten schon mal die zuerst im Geisterraum ab, weil die sind am gefährlichsten eigentlich. Du hast das Buch geworfen. Nicht reingeschrieben. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Okay, keine Antwort. Könnte aber noch später kommen. Versuchen wir später einfach nochmal. So. Das hier zum Absichern. Das muss noch in den Raum. Eine Kamera muss da auch noch rein. So. Im Geisterraum wird man, ne? Wir haben Geisterraum, die zuerst abschießen. War nur einer, glaube ich. So, wir wollen ja die Türen hören. Show us, give us a sign. Are you here? Show us. Oh, es friert nicht, okay. Das EMF brauchen wir auch noch. Ich lasse das Licht mal an, damit der. Oh, Airball! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Schusch, böser Airball! Dann Airball den Flur lang geflogen, ey. Ich will doch keine Sanity verlieren. Wir brauchen doch Sanity. Das ist kein Oni. Das wissen wir jetzt schon mal. Okay. Nein, nicht einkreisen. Und wir wissen, dass es kein Wraith ist, weil der ist in Salz gelatscht. Ja. Apropos Salz. Wir brauchen noch was Salz. Wir brauchen noch das EMF. Und auf jeden Fall noch Sensoren. Da guck mal, den Schrank da hinten zum Beispiel, den habe ich aufgemacht. In den Schränken muss man auch schauen, wegen dem Schneemännern. Die können da auch drin sein. Hier, ehrlich. Habe ich das EMF nicht da gelassen? Ich tue es. Zack. Okay. Ich hoffe mal, dass das meiste soweit fertig ist. Da muss noch eine Kamera hoch. Ich finde, den hier, den können wir ja für zum Schluss lassen. Der passt eigentlich, wo er ist. Dann kann er da den Gang runterlaufen, wenn er uns huntet. Also, bis gleich. Okay, ich fange jetzt auch mal an, welche abzuschießen. Am besten die erst im Geisterraum. Ich habe jetzt da vorne an der Treppe einen gesehen, den wir uns für den Schluss aufheben werden. Bist du hier mit dem Raum fertig? Ja. Ja, dann mach das Licht aus, weil sonst fliegt uns der Breaker um die Ohren. Ja, habe ich extra angelassen, weil das versteckt ist. Ja, wir haben aber ein Versteck im Dingens da, in dem Waschraum. Da habe ich doch alles hingebaut. Vorne an der Treppe ist einer, den heben wir uns für den Schluss auf dann. Das wird dann der letzte sein. Guck mal hier da oben der. Da habe ich, als ich das hier auf Solo gemacht habe, ewig gebraucht, um den zu finden, ey. Also das Ziel ist ja manchmal von dem Ding auch sowas von ungenau. Ich muss irgendwie immer ein Stückchen weiter nach links ziehen. Vielleicht liegt es aber auch an dem breiteren Monitor oder so.
Na, guck mal, da oben, der auf dem einen Balken da. Für den habe ich eine Ewigkeit gebraucht. Das war der letzte. Nee, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist echt fies, ey. Ja, du kannst doch den Dachboden hier inspizieren. Ich suche mal hier unten im Geisterraum. Damit der Geisterraum immerhin clear ist. Weil, wie gesagt, das hier ist eben der gefährlichste. Oh, shit. Oh, shit. Ich sehe hier beim Geisterraum durchs Fenster. Draußen ist noch einer. Oh, Mist. Ich hab den jetzt noch drin. Ach, der ist, wenn man rechts am Haus rumgeht, da auf so einem, auch wieder auf so einem Pfosten da. Scheiße. Ich mach mal die Fotos. Du kannst ja mal nach einem Knochen schauen, weil ich habe vorhin keinen Knochen gefunden. Ich bin jetzt auch noch kein Nächsten. Hatte ich die hier draußen schon? Ich weiß es jetzt nicht. Nee, hatte ich noch nicht. Okay. Okay, noch zwei. Wann hast du das angezündet? Oh, EMF-5 ist unser Beweis. Wehe, das zählt jetzt nicht. Yes. Und es ist kein Wraith. Gut zu wissen. Kann vielleicht Twins sein, aber ich bin nicht sicher. Sehen wir ja später. Okay, die lassen wir hier. Wäre schön, wenn wir hier irgendwo einen Knochen hätten. Da draußen mal gucken, was du da gesehen hast. Ja, rechts beim Haus musst du rumgehen und da ist der da irgendwo oben auf so einem, das ist ja kein richtiges Dach, was dieses Ding da ist. Keine Ahnung, wie man das nennt. So, hier war ja gar nichts, glaube ich. Ist hier vielleicht der Knochen? Ich kann mir sehen, ja. Dann sieht man eben vom Geisterraum aus dem Fenster eben ziemlich gut. Oh Mist, wir könnten einen Gym haben. Wir müssten aufpassen. Wenn du willst, kannst du mal im Truck nach der Sanity gucken und schauen, wie viele wir noch brauchen. Ich hoffe, der Dachboden ist clear. Da ist immer noch Licht an. Mensch, uns fliegt hier gleich der Boyka um die Ohren. Wir müssen aufpassen. Hier ist noch einer. Noch irgendwo war einer um die Ecke. Aha, ja, hier die zwei. Ziemlich sneaky. CJ. Ist schon gemein, die da in den Schrank zu setzen, weißt du? Aber besser die Schenke als die. So ein Mist, wir haben 31 von 42 Schneemann. Oh mein Gott. Ja, das heißt, du kannst jetzt unten weitermachen. Wie hoch ist unsere Sanity? 70. Das geht ja eigentlich noch, ne? So, die lasse ich jetzt gleich hier liegen, wo der eine ist. Irgendwo war einer hinter einer Tür, aber ich glaube... Wo ist eigentlich dieser blöde Knochen? Nach dem Knochen kannst du ja dann auch noch gucken, weil den brauchen wir leider auch noch. Also jetzt nicht für das Christmas eben. Ich geh mal wieder hinten an, guck nochmal. Du hast den abgeschossen! Ach nein, du hast ja den an der Treppe abgeschossen. Der sollte unser letzter werden. Oh nein. Oh nein. Ah, jetzt ist hier oben. Ja, wir haben noch genug Letzte, ey. Der, jetzt nur so noch 11 Stück, dann wird schon einer noch Letzter sein. Ich sagte dann welchen. Das ist ja nicht normal. Mist. Wo ist dieser blöde Knochen schon wieder? Wo habe ich noch nicht so genau nachgeguckt? Das ist eine Katastrophe.
voll den. Hier wollte ich nämlich, wollte ich mich schön gechillt hier hinsetzen, den abschießen, dann kommt der Geist, huntet von da hinten. Ja. Schade. Ich hab jetzt hier einen auf dem, weißt du, hinten, wo der linke Eingang ist? Nee, ich hab hier einen direkt am Eingang, den werden wir nachher benutzen. Schieß deinen da ruhig ab. Der, wo hier unten am Eingang die Laterne ist, den in Ruhe lassen. Ja, okay. So. Was ist denn dieser blöde Knochen, ey? Das ist so zum Kotzen mit diesem Knochen. Irgendwo war doch auch einer an den Fensterbänken hier. Ich lass das erstmal auf. Ich lass die Tür aber auf. Okay, da ist nichts in den dunklen Ecken. Es wäre lustig, wenn einer hier auf dem Geweih wäre. Oder auf dem Fan. Der Geist hat hier gerade Hasi vor meine Füße teleportiert. Ein Hasi. Ah, hier im Klavier ist noch einer. Also ich habe jetzt noch zwei zusätzliche gefunden. Ich ein. Oh Gott. Ach, den Pipi hat er auch raus teleportiert. Der schmeißt ja alles aus seinem Raum raus. Ja, fleißig. Hier ist der Knochen. Hier liegt er ja. Ich hole mal schnell eine Kamera. Oh, PC, beruhig dich doch mal. Was stellst du dich denn jetzt wieder so an? Was ist denn der Knochen? Ja, hier. Ist total unsichtbar auf den Kacheln. Sind ich überhaupt ja mit dann? Das hier oben auf dem Kronleuchter. Ach Mann, das Tier ist so komisch. Ja, wo haben wir denn jetzt wieder was übersehen, frage ich mich. Ich mache immer mit Absicht die Lichter aus, damit der Boyka uns nicht um die Ohren fliegt, obwohl ich ja jetzt gerade in der Nähe vom Boyka bin. So. Da oben war einer, der ist aber weg. Hier, die kann man nicht öffnen, ne? Ja, das dauert alles schon ein bisschen. Ich finde den Nigmax, also die ganzen schlimmen Männer. Das ist ja Wahnsinn. Ich finde ihn auch. Was ist hier? 7 Stück. Okay, das dauert ja noch ein bisschen. Wir suchen mal weiter. Bis gleich. Ja, da, hier. Da ist da oben noch einer auf der Uhr. Und ich weiß nicht, was das wieder für eine Hitbox ist. Okay. Also wichtig ist, den letzten, das wird dann der hier sein. Das wird der letzte sein. Deshalb lasse ich die auch mal hier liegen. Ich guck mal, wie weit wir sind. Haben wir hier draußen noch einen übersehen? Ja, bei Blister saß ich gestern selber sehr lange dran auf Solo. Es war bestimmt eine Stunde, die ich da dran saß. Sag mal, bist du im Dunkeln gelaufen? Deine Sanity ist am Arsch. Komm sofort raus. Hunting Range. Oder ist das ein Shade? Könnte natürlich auch ein Shade sein. Ach ja, EMR5 war ja unser Beweis. Könnte auch ein Djinn sein. Also der Gorio ist raus, weil der hat immer die, die Dots erzwungen. Obak hat die Finis immer erzwungen. Es könnte aber auch ein Shade sein oder es könnte ein Djinn sein, der uns die Sanity runtergerissen hat.
Okay, wir müssen noch drei Stück finden, bevor wir den letzten abschießen können. Oh Mann. Naja, wäre eigentlich besser, wenn du mitsuchst. Nur, ich will jetzt auch keine Sanity-Pillen nehmen, weil es könnte ja auch ein Shade sein. Behalte einfach mal die Sanity im Auge. Ich versuche die. Wie viele waren das jetzt nochmal? Vier insgesamt. Also muss ich noch drei finden, ne? Genau. Scheiße. Das Doofe ist, ich muss mit einer Taschenlampe rumrennen, um besser sehen zu können. Sag mir dann, wenn der huntet. Ich muss eine Taschenlampe nehmen, dann sehe ich das alles besser. Weil die manchmal in diesen dunklen Ecken sind und da sieht man die dann nämlich nicht. Das bin ich. Wo könnten die sein? Was ist das dafür? Aber noch nicht versucht zu handeln, komischerweise. Naja, habe ich hier was übersehen? Ich glaube, hier war ja der in der Ecke ziemlich sneaky. Heißt die wirklich nicht mehr alle auswendig. Ich habe das einmal auf Solo gemacht und dann war es das. Ist da einer? Ja, es ist nur so eine Dose. Ich glaube, das ist ein Shade. Der handelt nicht. Das ist nicht, ne? Das kommt. Wir sind jetzt bei 7. Wie viele fehlen noch? Den da draußen, der hat die ja gar nicht abgeschossen. Wir haben noch vier. Der eine da draußen, den hast du ja immer noch nicht abgeschossen. Ich hatte draußen einen abgeschossen. Der hing oben an einem Holster. Ich hatte einen abgeschossen draußen. Den oben an der Brüstung, da oben an dem Dach, hing der fest. Dann mache ich den jetzt hier mal selber. Komischerweise, wenn du den jetzt abgeschossen hast, hat Serki auch ja nicht. Also hatte ich den schon abgeschossen, weil es immer noch viele. Immer noch. Ja, ich bin ja gerade auf dem Weg dahin. Wo ist der? Moment mal, das da ist doch der Geisterraum, oder? Oder ist das auf der Seite? Ah, hier die Seite ist es. Da ist der Geisterraum. So, jetzt habe ich den abgeschossen, der hier draußen noch gefehlt hat. Das ist eine Sucherei. Ach, hier kann man auch rein. Ja, aber ich glaube, der hat ja noch nicht gehuntet. Ich glaube, das ist vielleicht ein Shade. Also kannst du ja ruhig wieder reingehen. Dann such du eben unten. Ich suche oben beim Geist in der Nähe alles ab. Alles ab, bis du die Welt sitzt. Setzte mal. Links mal. Warte, ich habe noch einen. Wie viele fehlen jetzt noch? Ich muss schon gucken hier. Ich glaube, was waren denn? 39, 40, noch zwei insgesamt jetzt. Noch zwei, okay. Dann musst du nur noch einen finden und dann können wir den letzten, den wir uns aufgehoben haben, danach abschießen. Wir brauchen nur noch einen dann. Da waren eben noch zwei drauf. Wenn du einen gefunden hast und ich einen, dann waren es ja noch zwei eben, ne? Ja, glaube ich auch. Ja, noch zwei, ist richtig, ja. Okay, dann wir. Mal gucken. Ach nein, wo kommt der denn sein jetzt? Ich gucke jetzt gerade auch hier an jeder Ecke. Wir müssen nur aufpassen, wenn der gleich handelt, ne? Sie ist noch da. Hm.
Dann such du hier unten weiter. Da oben den auf dem Regal stehen lassen. Das ist unser letzter, der da oben steht. Den heben wir uns auf. Ich lasse dann auch die Sachen hier. Obwohl, nein, ich muss die Pistole ja mitnehmen. So. Ah. Es kann sein, dass wir auf dem Dachboden vielleicht noch einen übersehen haben. Und Dachboden ist natürlich sehr gefährlich. Oh Gott, jetzt muss ich wieder die Schwimmbrille anziehen. Also bis gleich. Hand! Hand! Ghost, go over here! Ghost, over here! Hier! Geh weg, bitte geh weg, bitte geh weg. Oh fuck. Puh, hab ich mir jetzt in die Hosen gemacht. Gut, dass ich hier war. Wo ist meine? Ich habe meine Pistole vor Schreck weggeworfen. Ich hätte mal auf den Geist schießen sollen. Bist du dem Kruzifix ausgewichen, Madame? Okay, hat aufgehört zu handeln. Hast du den letzten gefunden, ne? Ja, der ist aber draußen. Da muss man komplett ums Haus rum. Oder? Man nimmt wo denn da? Nimm den Hinterausgang da, falls du da hinten irgendwo bist. Bin ich schon, ja. Da ist irgendwo hier eine Lampe draußen am Haus. Da ist, steht der drauf, auf so einer Lampe. Da vorne die Lampe. Da, da auf der Lampe. Da. Das war blöd. Ja. Dann komm mal mit. Du musst für mich jetzt den anderen da drin noch abschießen, weil dann kann ich mich da um den Geist dann kümmern. Wenn du willst, kannst du ja, wenn du den hier unten abgeschossen hast, auch die Treppe hochkommen. Dann siehst du ja mal, wie der Geist aussieht. Warte, warte, warte. Du musst den hier abschießen, weil du hast ja leider unseren letzten vorhin abgeschossen. Den kannst du ja von der Treppe aus abschießen und dann kannst... Oh, das war's. Kruzi, warte, lass mich Licht anmachen. Hat mir die Kruzi-Aufgabe auch. Okay, dann kannst du ihn abschießen, dann kommst du einfach hier hoch und rennst ins Versteck. Ich bleib aber erstmal außer... Ja, schieß ab. Komm hoch. Schnell. Da kannst du den Geist jetzt anschauen. Sieht der Geist uns überhaupt? Ach, der ist nach oben geflitzt, glaube ich. Ah, da könnte er. Guck. Wie der klingt. Hast du ihn gesehen? Also der Geist ist ein Schneemann. Ja, vor allen Dingen, wie der klingt, ne? Also ich glaube, wir haben hier einen Shade. Wir können ja nochmal nach der Sanity schauen. Weil viel dürfen wir ja jetzt in der kurzen Zeit nicht verloren haben. Weil ich glaube nicht, dass er gerade mega beschleunigt hat. Das war, glaube ich, normales Beschleunigen, was er hingelegt hat. Naja, guck mal, wir sind unter 30. Also ich glaube, das ist ein Shade. Kannst du einen Shade eintragen? Könnte noch ein Djinn theoretisch auch sein, aber glaube ich eigentlich nicht. Oh, warte mal, was ist denn da los? Guck dir diesen Ausschlag da an. Was ist das denn? Das ist aber kein EMF5. Was? Was ist das denn?
Es geht von 0 auf 7 in einem Zug. Also bei mir hier ist nicht gar nichts. Komisch. Aber es geht dann von 10 auf 5 runter. Ha, das ist komisch. Und dann wieder ein 5er runter. Aber warum geht das hier von 0 auf 10 in einem durch? Oder vielleicht war es ja auch noch eine Laterne, die da an war. Ich hoffe, es war eine Laterne. Weil sonst könnte das Twins sein. Okay, ja dann hier Abfahrt. Steht drin. Ich glaube, es ist egal, ob man den Geist richtig hat. Der hat da eben sehr spät gehandelt. Ne? Wir waren sehr lange auf 50% und er hat überhaupt nicht mal versucht zu handeln. Es kann aber auch sein, dass das eine Twitter Action war, aber ich habe keine mitbekommen. Es war ein Shade, okay. Hat er uns noch kurz vorm Ende versucht zu verarschen, der kleine Arschkeks. Aber gut, dass es ein Shade war, so hatten wir immerhin genug Zeit. Um wie die Blöden noch nach den letzten zu suchen. Also passt auf draußen, die, ne, sind sehr sneaky. Aber ihr könnt sie ja zum Glück durch die Fenster von innen besser sehen, als wenn ihr draußen seid irgendwie. So, das nächste wäre dann Grafton. Und Grafton, das sind sage und schreibe 55. Ja. Aber Grafton war einfacher, finde ich, als jetzt hier Bleasted. Also ich habe Grafton schon auf Solo gemacht. Ihr seht dann Grafton in der nächsten Folge. Da werdet ihr das dann alles sehen können. So, hier sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und viel Spaß, wenn ihr selber spielt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.